I can't go cry on your shoulder. Feel safe with you when I'm older. Just know I tried to come back for you. I came back for you. Maybe it's better if I never love. So I don't have to open up. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Montag, also es wird wieder ein ganz, ganz typischer Montagsvlog. Ich weiß nicht warum, aber montags bin ich meistens in Vlogging-Laune. Keine Ahnung warum, Montag ist auch meistens so ein sehr produktiver Tag und Dienstag auch und danach float es eher so ein bisschen ab. Deswegen starten wir heute nochmal richtig durch. Ich habe heute noch keine To-Do-List geschrieben, beziehungsweise gestern habe ich keine für heute geschrieben. Deswegen muss ich das noch machen mitsamt kompletter Wochengestaltung und genau das werde ich gleich mit euch angehen. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht so lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wir legen los. Ihr habt es gerade schon ein bisschen gesehen, mein heutiger Alltagslook ist sehr entspannt. Ich trage wieder ein schwarzes Basic-Oberteil, dazu meinen wahnsinnig schönen Cardigan und habe mir auch mal so einen Dutt gemacht. Meine Haare haben nämlich gerade eine echt gute Länge, muss ich sagen, auch wenn sie hinten ein bisschen festgesteckt sind. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, ich habe einen neuen Schmuck von Ana Luisa erhalten, der das ganze Outfit perfekt untermalt, weil der Schmuck von Ana Luisa zu jedem Anlass passt, ganz egal, wie ihr euch schminken wollt, wie ihr euch kleiden wollt, wie ihr aussehen wollt. Bei mir ist es jetzt ein ganz typischer Alltagslook, den ich in den letzten Wochen schon sehr, sehr oft getragen habe. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Ich trage meine Lieblingskette von Ana Luisa oder generell meine Lieblingskette. Ich trage die wirklich, seit ich sie habe, fast jeden Tag. Es gab nur ganz wenige Ausnahmen. Ich schlafe auch damit, lasse die immer dran. Außerdem von Anfang an mit dabei ist dieser Ring von Ana Luisa. Dazu habe ich jetzt noch die perfekten Ohrringe in meinem ersten Ohrloch und gleich nebendran auch ein wunderschönes Paar Ohrringe von Ana Luisa, was ich seit der ersten Stunde liebe. Und jetzt ganz, ganz neu dazu, außerdem ein passender Ring. Und um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, habe ich hier jetzt noch so einen ganz, ganz kleinen, schlichten Earcuff, der einfach das alles nochmal ein bisschen abrundet. Und ich liebe, liebe, liebe den Look. Ich trage das so, so gerne aktuell und bin absolut verliebt in den Schmuck von Ana Luisa. Und tatsächlich habe ich heute auch wieder eine Rabattaktion für euch. Mit meinem Link in der Infobox bekommt ihr eine BOGO-Aktion. Was bedeutet das? Buy one, get one off. Ihr könnt also beim Kauf eines Produktes 40% auf das zweite Produkt sparen. Also fast die Hälfte des Produktes sparen, was natürlich wahnsinnig toll ist, um sich direkt was zusammenzustellen, wie zum Beispiel die Ohrringe hier mit dem passenden Ring oder eben auch ja, die Ohrringe mit dem passenden Ring. Ihr könnt mit den Schmuckstücken auch absolut nichts falsch machen. Sie bestehen nämlich aus recycelten Materialien, vornehmlich Silber und Edelstahl, mit einer 18 Karat Vergoldung, was sie sehr langlebig und vor allem sehr stylisch macht. Das Ganze färbt nicht ab. Ich trage die Produkte jetzt, wie gesagt, auch schon teilweise seit einigen Monaten und sie sehen wirklich noch wie neu aus. Die Produkte sind wirklich dafür gedacht, dass ihr euch lange Zeit begleiten und zu euren Lieblingsteilen werden. Mit dem Schmuck von Ana Luisa könnt ihr wirklich jeden Look kreieren, den ihr aktuell feiert und dabei nicht nur andere, sondern eben auch euch selbst lieben. Genau das sagt die Valentinstagskampagne aus. Seid lieb zu euch, habt euch selber lieb und vor allem gönnt euch auch mal was, wenn euch danach ist. Denn genau das ist am Ende des Tages das Wichtigste, dass ihr euch in eurem Körper wohlfühlt und nicht, dass die anderen das toll finden. Und deswegen schaut super, super gerne in der Infobox vorbei. Klickt dort auf meinen Link, schaut euch die Produkte mal an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Kaum geht man ins Büro, wird es super dunkel draußen und die Sonne verschwindet. Ich verstehe das nicht. She fine. That's bad. She in her own lane, no, she nothing like the mother types. She likes. Yeah. This line so smooth, you could cut it with a butter knife. So it's message on message, bet in her presence like heaven. Hoping that she feel the same. Strong 10, light 11. Blessing my rent is getting excited to call you babe. Send a text to some girl online. I think this off my chest, she been on my mind. Think we can get it right, we can get it right this time. We can get it right, we can get it right this time. Als kleine Stärkung zwischendurch gibt es bei mir jetzt eine Reiswaffel mit Nutella. Ich habe nämlich gerade Sport gemacht mit der Franzi und bin ein bisschen fertig. Ich bin jetzt am Schreibtisch und ich habe hier schon mein Skript für Storytelling in der Hand. Ich lese das zwar auf dem Tablet, aber ich gucke hier immer ganz gerne, wie viele Seiten ich noch habe. Und es sind echt nicht viele. Wir schauen direkt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seiten sind es noch. Also gar nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, warum ich es gestern nicht fertig gelesen habe. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall. And I need you.
Also ich bin gerade noch an zwei Kursen dran, aber den einen Kurs, den ich gebucht habe, da soll man zuerst ein anderes Modul machen, das stand aber erst im Kurs. 5 reichen auch auf jeden Fall. Also es geht wirklich nur um das eine Modul. Ich habe jetzt direkt angerufen an der IU im Studierendensekretariat und habe mir ECTs freischalten lassen, um Grundlagen audiovisuelle Medien zu buchen. Damit fange ich nächste Woche an. Da werde ich euch auch ein bisschen mitnehmen. Ja, wie viele Seiten hat das gute Stück? Knapp 170, also doch schon eine ganze Menge. Aber ich bin mir sehr zuversichtlich, dass ich das nächste Woche komplett schaffe, das Skript zu lesen. Also knapp 140 Seiten haben wir hier nur, wenn man die ganze Literatur weglässt. Und ja, ich freue mich total und widme mich jetzt erstmal ein paar anderen Aufgaben, die nichts mit Uni zu tun haben. Also Uni ist diese Woche für mich damit durch. Ach, ich bin jetzt gerade auf dem Balkon, weil ich ein Reel drehe. Und es ist so kalt. Ich muss ganz, ganz schnell machen, damit ich schnell wieder rein kann und es nicht mehr kalt ist. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Aber apropos, einziger Vorteil daran, dass es draußen so kalt ist, ist natürlich, dass ich hier nochmal ein bisschen was bunkern kann, was nicht in den Kühlschrank passt. Und die Hasen, die kriegen jetzt hier mal eine Portion von. Ich habe das halt extra auf dem Balkon, weil der Kühlschrank sonst einfach zu voll ist. Ja, hier steht auch noch mein Stativ von gerade eben. Und hier, das steht extra, damit die Hasen hier nicht rein können in das Fach, weil die das natürlich total spannend finden. Aber wir bringen denen jetzt erstmal den Salat. Die haben nämlich gerade Mittagsschlaf gemacht und die kriegen jetzt Hunger. Die sitzen hier nämlich schon. Deswegen kriegt ihr Salat. Ich will den vor euch legen, nicht auf euch. Oh Mensch. Ich bin jetzt im Wohnzimmer, weil hier mein Laptop steht von gestern Abend. Wir haben nämlich einen Film geguckt. Und ja, bevor ich jetzt rübergehe ins Büro, meinen Schreibtisch deswegen aufräumen muss, ne, bleibe ich lieber hier. Außerdem ist es hier wärmer, weil ich hier die Heizung vorhin schön aufgedreht habe. Am Laptop habe ich jetzt nicht allzu lange gebraucht, deswegen gehe ich jetzt eine neue Aufgabe an. Und zwar habe ich hier wunderschönes Geschirr von meiner Oma. Ihr seht das hier schon, weiß mit Goldrand, das keinen festen Platz bisher in der Wohnung hat, weil unsere Küche absolut voll ist und aus allen Nähten platzt. Und deswegen stand diese Kiste jetzt im Büro, da war auch immer noch was drüber. Problem ist nur, die Hasen finden die Kiste ziemlich interessant. Und ich habe mir deswegen überlegt, die Kiste jetzt auszuräumen und in ein Fach meiner Kommode im Schlafzimmer, ja, das ganze Geschirr zu verteilen, dass es dort auch gut geschützt ist. Das Problem an dieser Thematik ist einfach, dass unser Laminat im Büro ausgetauscht wird. Und das wurde uns direkt zum Einzug versprochen. Das ist aber bis jetzt aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht passiert. Und wir möchten im Büro gern unseren Kleiderschrank aufbauen. Das Schlafzimmer ist nämlich der kleinste Raum in der Wohnung und bis der nicht aufgebaut ist, sind unsere Klamotten eben in der Kommode hier im Schlafzimmer und in der Kommode, was wollte ich sagen, in der Kommode im Flur. Ich kann mir vorstellen, dass diese Kommode hier, die jetzt im Schlafzimmer steht, vielleicht sogar irgendwann noch rüber wandert ins Wohnzimmer. Ich glaube, dort würde sie besser hinpassen. Das sehen wir aber alles, wenn es soweit ist und wenn dieser Kleiderschrank irgendwann mal steht. Bis dahin wird eben improvisiert und die Sachen liegen in der Wohnung verteilt oder in irgendwelchen Kisten. Und deswegen kommt das Geschirr jetzt erstmal hier in die Kommode, dass es erstmal besser geschützt ist als vorher. Aber es wird nicht die finale Lösung sein, denke ich. Bei dem Wetter fragst du dich echt, ne? Was zur Hölle? Als ob es jetzt hagelt? I mean, seht ihr das auf dem Tisch, wie es hagelt? Das sind auch ganz schöne Kullern, ey. Okay. So sieht das Ganze jetzt aus. Das hier ist im Endeffekt das gesamte Geschirrset und hier auch sind noch zwei Schüsseln und hier darunter ist so eine ganz, ganz große, schwere Platte. Ich werde mal schauen. Ich habe jetzt extra das Papier ein bisschen dran gelassen, auch gerade zwischen den Tellern, so ein bisschen als Schutz. Ja, aber ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Also mir gefällt das Geschirr super, super gut und das ist eben wirklich von meiner Oma. Sie hat mir das jetzt zu Weihnachten geschenkt. Sie wollte auch schon jahrelang, dass ich das bekomme. Deswegen ist es mir auch wirklich, ja, sehr, sehr wichtig und ich freue mich sehr doll darüber. Ich meine, schaut euch das an.
Das Videomaterial, was ich heute schon aufgenommen habe, wandert direkt auf den Laptop. Und ich sitze hier auf der Couch gemeinsam mit Luna, die gerade ihren Rammlichen hat und deswegen überall ist. Bei mir gibt es jetzt jedenfalls erstmal Mittagessen. Ich habe hier zwei Chia-Toastbrote mit ein bisschen Salat und Cheddar. Ich liebe, liebe, liebe Cheddar. Dazu so drei kleine Möhrchen, ein paar Gurken und zum Nachtisch noch ein paar Weintrauben. Ich wollte euch noch ganz kurz etwas zu meinem neuen Nebenjob sagen, nachdem ich jetzt auch ein bisschen gechillt habe, denn ich habe jetzt einen Termin bezüglich dessen. Und zwar wurde ich in der Vergangenheit oft gefragt, gerade während meiner Schulzeit, ob ich nicht Lehrerin werden möchte oder gerade dann auch während des Studiums, ob ich nicht Lust hätte, Nachhilfe zu geben. Und ich habe mir da jetzt Go Student rausgesucht. Und werde das Ganze mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Nachhilfelehrerin bin. Ich habe mich aber für die Fächer Deutsch, Bio und Geschichte beworben. Bio darf ich vorerst nicht machen, weil ich den Aufnahmetest nicht bestanden habe. Aber ich war im Bio ja sehr gut, deswegen werde ich mich dafür in 2 Monaten sicherlich nochmal für bewerben. Ich freue mich richtig doll drauf, weil ich glaube, das wird eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich denke auch, das wird Spaß machen. Das Ganze läuft online ab, über Zoom und über die Website von GoStudent eben. Ich bekomme Schüler zugeteilt, mit denen ich erst Probestunden habe, die dann zu meinen Stammschülern werden können und kann dort individuell auf deren Bedürfnisse eingehen. Das heißt, die haben eine 1:1 Betreuung und die werden auch nach Interessen, beispielsweise wäre das jetzt eben das Lesen oder vielleicht auch die Social Media Affinität, werden die ausgewählt, sodass wir möglichst gut zueinander passen und man auch direkt einen Eisbrecher hat, um ein Gespräch mit dem Kind zu starten. Und jetzt schaue ich mir das Meeting an. Das Meeting ist durch und es war einfach nur nochmal so eine Infoveranstaltung, nochmal so ein bisschen Vertiefung von dem, was man in dem Vorkurs gelernt hat, um einfach zu schauen, ja, sitzt alles, weiß man Bescheid und man hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sodass ich nächste Woche hoffentlich direkt starten kann. Ich bin total hyped, ich freue mich auch total. Ich werde jetzt mal Tim einsammeln, beziehungsweise was heißt einsammeln, er ist drüben im Schlafzimmer am Computer. Aber Tim und ich fahren jetzt nochmal zum Baumarkt. Und auch nochmal zur Post und vielleicht auch noch bei Rewe rum. Das entscheiden wir spontan. Ganz ehrlich, warum filme ich das? Da, Laden. Da, grüne Ampel, hat man selten. Straße kennt man auch nicht hier in Deutschland. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder am Auto, aber die Currywurstbude hat schon zu. Aber Tim hat gesagt, wir gehen jetzt einfach woanders was zu essen holen, weil ich finde es auch ganz schön spät. Ich habe Hunger und ich will jetzt auch nicht mehr kochen, deswegen. Ja, wir waren jetzt knapp eine Stunde im Baumarkt. Für das bisschen Zeug hier. Wir ernähren uns äußerst, äußerst ungesund, weil die Currybude leider zu hatte. Hat ihm gesagt, ja komm, wir gehen fix zu KFC. Und wir haben jetzt echt lange kein Fastfood mehr gegessen. Aber ja, wir haben uns KFC gegönnt. Nach dem Essen gibt es jetzt bei mir heute noch Animal Crossing. Kann ich direkt mal hier entsperren. Ich spiele in letzter Zeit wieder sehr regelmäßig, weil ich erst überlegen musste, was ich mit Terraforming alles anstelle. Und so nach und nach kommen jetzt ein paar Ideen, deswegen werde ich hier mal noch ein bisschen spielen. Und nebenbei werde ich einen Podcast hören, der geht 38 Minuten, das heißt, ich werde ihn einfach komplett hören und danach ausmachen. Also das Spiel dann ausmachen, das ist Alltagshass. Sehr, sehr cooler Podcast, aber noch relativ unbekannt, würde ich behaupten. Deswegen hört er super gerne mal rein, ist total witzig. Und ja. Können wir ja gerne mal schreiben, ob ihr auch Animal Crossing spielt. Da bin ich. Ich habe ganz, ganz viele Blumen gezüchtet. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ich geterraformt habe. Und zwar habe ich hier drüben diese Brücke vorher schon gehabt und es ging auch vorher hier schon zum Laden. Allerdings war hinter dem Laden eine relativ große leere Fläche und ich habe jetzt hier einfach einen Wasserfall gebaut, einen Baum gepflanzt, noch ein paar Blümchen. Dann habe ich hier drüben geterraformt, der Fluss hatte eine andere Form. Um hier eben diese Banken zu stellen. Und auch hier hatte der Fluss eine ganz andere Form. Und dann habe ich hier eben noch eine zweite Ebene gebaut. Und wenn man hier hochkommt, ist hier jetzt nämlich die Schneiderei. Und da habe ich hier noch so einen kleinen Stand. Und hier vorne ein bisschen Kleidung. Und hier habe ich Büsche gepflanzt, die erst noch wachsen müssen.
Ja, und wie es dann hier weitergeht, keine Ahnung, aber ihr seht schon, hier hinter sind so ein bisschen Wohngebäude. Also da stehen insgesamt 3 Häuser und die möchte ich aber eigentlich alle verlegen. Also ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich werde jetzt erstmal spielen. Es ist um 10. Normalerweise bin ich so bis Mitternacht oder bis um 1 wach und schaue noch Grey's Anatomy. Ich habe aber schon den ganzen Tag immer mal wieder so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Ich denke mal, ich habe zu wenig getrunken und das Wetter schwingt halt auch einfach extrem um. Ich bin da sehr, sehr wetterfühlig. Deswegen werde ich jetzt mit Tim schon ins Bett gehen. Ich habe das eben noch Animal Crossing gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich nochmal an meinen Link von Anna-Luise erinnern. Ihr findet den ganz oben in der Infobox und mit diesem Link könnt ihr beim Kauf von 2 Produkten auf das 2. Produkt 40% Rabatt erhalten. Also perfekt, um noch ein Valentinstagsgeschenk zu besorgen für euch, für eure Freunde, für eure Familie. Je nachdem, wen ihr beschenken wollt oder natürlich für euch selbst. Ich persönlich finde es wieder total toll, einen Code für euch zu haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vor allem hoffe ich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich habe euch ja jetzt wirklich den ganzen Montag über mitgenommen. Ich habe das selten, dass ich wirklich von morgens bis abends filme. Deswegen schreibt mir sehr gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, dass ich das sehe. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!